3 Jahre später. Ashley hat alles versucht, um Sals Hinrichtung zu verhindern, jedoch ohne Erfolg. Sie sitzt in ihrem Wohnzimmer, als die Nachrichten bekannt geben, dass Sal heute exekutiert werden soll. Sie ist am Boden zerstört. Plötzlich hat sie einen Einfall, der alles verändern könnte. Aber sie muss sich beeilen. Okay. Larry? Bist du da? Bitte, Kumpel, wenn du da bist, zeig dich. Wir müssen Sal helfen. Er steckt in Schwierigkeiten. Ich habe was von deiner Musik hergebracht. Wenn das nicht funktioniert, ist es das letzte Mal, dass ich hier raufkomme. Larry? Heilige! Mist! Scheiße! Hi, Ash! Ihr habt wirklich die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Ja? Ich wusste es. Ich meine, natürlich hatte ich meine Zweifel, aber ich wollte es wirklich, wirklich glauben. Fall einfach nicht vom Baumhaus, okay? Vergiss es einfach. Wie sollen wir Sal helfen? Oh, ich habe einen Plan. Halt einfach kurz still, okay? Verdammt ist das hell. Verflucht. Ja, das war ja klar. Ja, ich hab's. Wird sie nicht mehr schaffen, oder? Ich befürchte, du bist zu spät, Liebe. Sie fixieren ihn gerade. Wartet! Er hat die Wahrheit gesagt! Ich habe Beweise! Bitte! Wartet! Ihr müsst euch ansehen, was ich gefunden habe! Hey! Hey, wartet! Nein! Nein! Todeszeitpunkt 18:33 Uhr. Sal, oh mein Gott, nein. Rot in Pieces. Rot in Pieces? 1969. 1999. Okay, also die anderen sind mir ja relativ egal. Wird wahrscheinlich überall nur sowas drinstehen. Ja. They never find Larry's body. Okay. Son of Henry and Diane Fisher. Also Sohn von Henry und Diane. Ja. Fisher. 1976 bis 2004. I wish you were here, Sal. Ich wünschte, du wärst hier. Sorry, I haven't visited in a few nights. Things have gotten worse. Toll, wie die das immer übersetzt haben. Die haben mal einfach den Schluss vergessen. It's been 5 months since Todd escaped from the institution. I hope he's okay. Es ist 5 Monate her, seit Todd von der Institution abgehauen ist. Ich hoffe, er ist okay. He's gotta be under that Dorn oder Dan
Charge. It's the one place we haven't been able to get to. Also er sollte unter der Kirche sein. Ich weiß nicht, was dann heißt. Das ist der einzige Platz, wo wir wo wir hin können. They are down there. I know they are. And they have my Todd. Ach, der meint wahrscheinlich diese unterirdische Grabungsstätte. Dass sie da unten sind und dass sie seinen Todd haben. Did you get the rest of that C4? Oh, from your army friend? Hast du den Rest vom C4, also vom Sprengstoff von deinem Army-Freund bekommen? I got it last night. Have you found a way in? Ich habe es letzte Nacht erhalten. Hast du einen Weg nach drinnen gefunden? I think so, yeah. We should go Tuesday night. That's when they're least active. Ich denke, ja. Wir sollten dann in Dienstagnacht hingehen. Das ist, wo sie am wenigsten aktiv ist. Also da sind sie am wenigsten aktiv. Remember your agreement. If we get caught down there, denk an unsere Denk an unsere Vereinbarung. Wenn wir dort gefangen werden, we won't. We're getting out, get Todd and then blow that place to bits. Wir werden nicht gefangen. Wir werden dort rauskommen mit Todd zusammen und jagen das Ganze, ja, zur Hölle, sage ich jetzt mal. Neil, I'm serious. Also sie ist sich sicher, glaube ich. So I am. But if we get caught, then yeah, we take them down with us. I'm ready. So, also wenn sie doch gefangen werden von denen, dann wird er sie auf jeden Fall mit sich ziehen. Also dann wird er alles in die Luft sprengen. Er ist soweit. Good. At least one of us is. Gut, zumindest ist einer von uns bereit. So. Have you feed Maple yet? Wer ist Maple? I tried. She's still not eating. Ich hab's versucht, aber sie ist immer noch nicht. I'll see. If I have any luck. Ich versuche, ob ich Glück habe. Do you need a hand? Brauchst du eine Hand? Also kann ich dir helfen quasi? keine Ahnung, was das heißt. I've got it. Also wahrscheinlich nein, ich mach das schon. Did you bring the new package to the sheet? Jupp. You think you found a connection with Todd's work? Ja, hast du eine Verbindung mit Todd's Arbeit gefunden? I think it's something big. A missing piece I have wondering about. Ich denke, es ist etwas Großes. Ein Teil fehlt noch, wo ich mich drüber gewundert habe. I hope you're right. We're about due for some good luck. Ich hoffe, du hast recht. Und wir haben ein wenig Glück. Grob übersetzt. Ich bin gleich wieder zurück. Moment, war da was? Unterlagen? Okay, das lese ich mir jetzt nicht alles durch, zumal das jetzt auch noch auf Englisch ist. Das ist jetzt auch zu viel zum Übersetzen. Wer möchte, kann jetzt hier mal auf Pause drücken und sich das Ganze durchlesen und für sich selbst übersetzen. Aber C4 hatte Typ jetzt dabei, ne? Achso, hol das Paket aus dem Schuppen, okay. I just got here. Hä? War der nicht hier Schuppen? Ist doch kein Schuppen hier, oder? I remember taking this photo. It was after Larry's dad left. Larry and his mom stayed with his grandmother for a few years. Also sie erinnert sich daran, wie sie, glaube ich, dieses Foto gemacht hat. Oder wie das Foto aufgenommen worden ist. Das war, nachdem Larry seinen Vater verloren hat. Larry und seine Mutter sind zu ihrer Großmutter gefahren. Also zu seiner Großmutter. Für einige Jahre. They lived down the road from here. That's when we became good friends. Also die haben direkt in der Nähe Straße runter gewohnt. Deswegen sind sie gute Freunde geworden. Aber ist schon, naja, also für ein fertiges Spiel
Massenhaft Rechtschreibfehler da drin. Also das hat mich ja wirklich aufgeregt. Und ja, sowas kann mich richtig aufregen. Und dann noch dieser totale Fail, dass am Ende einfach mal nicht übersetzt worden ist. Also das ist schon heftig. Dafür, dass das Spiel im Angebot, wohlbemerkt, 10 € gekostet hat, ist es schon krass. Also da erwarte ich dann wenigstens ein vollständiges, vernünftiges Spiel. Hi Gizmo, you need anything? Hi Gizmo, brauchst du irgendwas? He hasn't left your room. Ach so, er hat nicht gefressen, genau. Since the execution, it's like he knows. Er hat den Raum nicht verlassen, seitdem er exekutiert ist. Also seitdem er ermordet worden ist von den Leuten. Es wäre, als ob er es gewusst hat, dass er halt eben gestorben ist. Basement, Bathroom. Obwohl, da können wir auch mal eben gucken. Ich denke mal nicht, dass hier irgendwas ist. Oh, hallo? Ist das jetzt ein Fehler? Hallo? Ach, das war dieses Ding hier auf dem Boden. Okay, was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon gedacht, das ist ein Bug vom Spiel. Oh mein Gott. Maple. Hey Maple, how are you today? Hallo Maple, wie geht's dir heute? Das ist doch der, der oben gehaust hat, oder nicht? Neil and I are gonna get Todd back soon. We may have to stick him in with you. Ach du Scheiße. At least until we can figure out a better solution. Also Neil und ich wollen Todd jetzt zurückholen. Wir müssen ihn wahrscheinlich mit dir zusammen da reinstopfen. Anders kann ich es jetzt nicht übersetzen. Aber sie versuchen trotzdem eine bessere Lösung dafür zu finden. I hope you don't mind. Oh, war das gerade laut. Also sie hofft, dass es ihm nichts ausmacht. I've forgotten, run out to the sheet real quick. But when I get back in, we'll get you some nice warm soup. Okay. Also sie hat vergessen, dass irgendwas ausläuft. Also schnell ausläuft. Aber wenn sie zurück ist, dann wird er von ihr eine schöne warme Suppe bekommen. Okay, also das ist jetzt irgendwie abartig. Okay, also das könnt ihr euch jetzt auch gerne nochmal stoppen und durchlesen. Da hat sie wohl aufgeschrieben, wie das Ganze mit der. Oh, da bin ich noch nicht durchgegangen. Wie das Ganze mit der Infektion gelaufen ist bei ihm, beim Marple. Oh, da kann ich mich doch jetzt nicht mehr dran erinnern. Ja, weiß ich, dass das nicht richtig ist. Okay. Von mir aus. Also, Tots Notizen. The same procedure as every year. Grab the package. Ja. Warum nicht? We got this wired Pyramid-Things in the mail. Another package from our mysterious cultist insider. Todd had a third pyramid in the sheet. Was aber komisch ist, warum sie jetzt mit ihm redet. Also wir haben diese komische Pyramide, dieses Pyramidending in einer Mail gefunden. Also Mail ist wahrscheinlich Post mit gemeint, also ein Päckchen. Ein neues Päckchen von einem mysteriösen Insider, also Kultisten-Insider. Todd hat eine dritte Pyramide. In his note, he said he found it in the temple under the old apartments. They seem to be pretty important. Also in seinen Unterlagen hat er geschrieben, dass er das im Tempel unter den alten Apartments gefunden hat und dass er denkt, dass es sehr wichtig ist. There are several mentions of a prophecy in Todd's note about them. He was actively looking for the other two. Da sind mehrere Prophezeiungen, also er hat mehrere Prophezeiungen gefunden, oder sie hat mehrere Prophezeiungen gefunden in seinen Unterlagen.
Und dass er sehr aktiv danach geguckt hat, nach den anderen beiden Pyramiden, denke ich mal, meint sie damit. They think they might be linked to you somehow. I think. Also sie denkt, dass die irgendwie mit ihm verbunden sind, die Pyramiden. No matter how I turn these, nothing happens. I thought something would happen this time. Also egal, worum sie sie dreht und wendet, es passiert nichts. Aber sie hat eigentlich gedacht, dass irgendetwas passieren würde dieses Mal. Cell, there's nothing else I need to tell you. Cell, es gibt nichts mehr, was ich dir sagen soll. The replacements are sloppy at first, but they're getting better now. It's harder to tell the difference. I can't trust anyone. Also, slip it first, but the. The replacements, also die Ersetzungen. Aber es wird besser. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie jetzt meint. Es wird immer harter, den Unterschied festzustellen, aber sie kann niemandem mehr trauen. Those things creep me out, dude. They aren't human. Diese Sachen machen mir Angst. Die sind nicht menschlich. I know what you mean. Ich weiß, was du meinst. So you think that pyramid thing that Todd found could help us find Cell? Also denkst du, dass dieses Pyramidending, was Todd gefunden hat, uns hilft, Cell zu finden? It seems like it. I've pieced together what I could find about the old cult prophesies. Es sieht so aus. Sie hat ja, zusammengesammelt, was sie über die alten Prophezeiungen finden konnte. And from what I can tell, there are three pyramids that will summon their destruction. All signs point to Cell as the one who can stop them. Okay. Und alles, was sie ihm erzählen kann, ist, dass diese drei Pyramiden zusammen irgendetwas, eine Konstruktion ergeben. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass nur Cell das Ganze stoppen kann. I'm not sure how or why, but it's the best change we have. Also sie ist sich nicht sicher, wie oder warum, aber es ist die beste Möglichkeit, die sie haben. I always knew Sally Face would do great things. Don't give up on him, Ash. You have to find him. Also er wusste immer, dass Sally großartige Sachen vollbringen würde und sie soll nicht abgeben, sie soll nicht aufgeben, ihn weiter suchen. I won't, ever. I just need to find the other two pyramids. Also sie wird niemals aufgeben. Sie muss allerdings die anderen zwei Pyramiden finden. Verstehe ich nicht. Sie hat doch drei da draufgelegt. Once I'm free from this fucking treehouse, I'll help you to find them. Also wenn er irgendwann mal frei ist von diesem Baumhaus, dann wird er ihr helfen, den zu suchen. Larry, I don't know. This is a good idea. What if burning down the treehouse only makes things worse? Also sie sagt Larry, sie weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Was wäre, wenn man, also wenn es eine Makes things. Also wenn die Dinge noch schlechter werden, wenn sie das Baumhaus abbrennen. Trust me, I can get any worse. I can't get any worse so. I can't live like this anymore. Or you know, not live, but whatever. I can't stay stuck in this place. Also sie soll ihm vertrauen und dass es nicht mehr schlimmer werden kann, dass er so nicht mehr weiterleben möchte oder was auch immer man unter Leben jetzt versteht in seinem Fall. Und dass er nicht mehr in diesem, ja, Baumhaus gefangen sein will, in diesem Platz. You don't know what it's like. It's Tortur. Ach so. I can feel it changing me. Nothing else had worked to break the binding spell. Also er sagt, du weißt nicht, was es für mich bedeutet. Es ist eine Tortur. Ich kann fühlen, wie es mich verändert. Nichts funktioniert, um diesen Bindungszauber zu durchbrechen. What if you end up in the black room instead of being free? Your soul will dissolve into the darkness. Und sie sagt dann, was wäre, wenn er im schwarzen Raum,
anstatt, also im schwarzen Raum landen würde, anstatt frei zu sein. Und seine Seele würde in der Darkness, in der Darkness, in der Dunkelheit gefangen gehalten. We don't know for sure, and even so, the nothingness would be better than existing like this. Please, Ash, you have to help me. Also, wir wissen nicht sicher, ob es wirklich so ist. Would be better than... Und alles wäre besser als, ja, diese Situation halt. Bitte, Ash, du musst mir helfen. If I do this, you have to promise me you'll be okay. Promise me you won't fade away. Wenn ich das mache, dann musst du mir versprechen, dass du, dass alles okay ist. Du musst mir versprechen, dass du nicht einfach gehen wirst. I promise. Ich verspreche. Puh. I went back to the burnt tree every night for weeks. Also sie ging wochenlang jeden Tag zu den brennenden Baum zurück. Hat er so lange gebrannt? He's just gone. Er ist einfach gegangen. I can't bring myself to go any more. Another screw up in a long list of my failures. Also sie hat quasi aufgegeben und es ist wieder ein weiterer Punkt auf ihrer Liste mit ganz vielen Fails, die sie geleistet hat. This morning I went over to Neil's place, but diesen Morgen ging ich zu Neil's Platz, aber